Ein herzliches Grüß Gott auf dem YouTube-Kanal der Firmen Markenwelt Blechinger und der Automakler Markus Schott. Mein Name ist Ralf Blechinger, ich bin der Geschäftsführer der gleichnamigen Markenwelt Blechinger GmbH. Ab sofort zeigen wir jeden Neuzugang noch einmal separat in einem Video, sodass Sie den Zustand genau sehen und einschätzen können, ob das Fahrzeug was für Sie ist oder nicht. Heute haben wir neu hereinbekommen einen Mini Cooper John Cooper Works mit 231 PS. Ja, es ist ein richtig schönes Fahrzeug und damit Sie sich davon überzeugen können, stelle ich Ihnen das Fahrzeug mal genauer vor. Beginnen möchte ich wie immer auf der Fahrzeugseite vorne links. Wir schauen uns die Kotflügelverbreiterungen. Beim Mini natürlich ist das ja die Motorhaube. Der Kotflügel ist ja nur dieses kleine Stück. Sie sehen es, ne? John Cooper Works. Und wir schauen uns mal an, sind denn irgendwelche Kratzer am Kunststoff oder auf der Motorhaube vorhanden. Und dieses Fahrzeug hier ist hier vorne links makellos. Wir sehen dann auch die Parksensoren, gucken uns dann die Felgen genauer an. Und wie wir hier sehen, diese Felge hier ist nicht angefahren. Sehr schön die roten Bremssättel mit dem John Cooper Works Emblem. Die Scheinwerfern LED. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendwelche Steinschläge finden. Und so wie das hier aussieht, ist das Fahrzeug hier vorne im Stoßfängerbereich makellos. Wir finden hier am Stoßfänger keine Steinschläge. Wir gucken mal weiter auf die Motorhaube. Hier sehen wir einen winzig kleinen Steinschlag. Das hier sind so Insekten, die sich da etwas in den Lack hineingebrannt haben. Wobei sie das natürlich bei einem Gebrauchtfahrzeug, so wie wir das jetzt machen, so genau wird das keiner mehr anschauen. Aber wie gesagt, wir finden hier einen kleinen Steinschlag und hier. Ja, ansonsten sehr schön, sehr sauber. Wir gucken uns die Seite rechts mal genauer an. Die Spaltmaße der Kotflügel, dann natürlich auch Kunststoff, ein kleiner Kratzer und das bleibt da drin. Also man tut sich da mit dem Ausbessern auch sehr schwer. An sich können Sie diesen Kunststoff, diese Verbreiterung eigentlich nur ersetzen. So, wir gucken uns mal die Felge an. Hier sehen wir eine winzig kleine Lackabplatzung. Das heißt, man kann natürlich diese schwarzen Felgen relativ easy ausbessern. Aber das ist hier wirklich sehr, sehr gering. Hier sieht man, ne, mein Fingernagel da dazu. Also es ist alles sehr, sehr gering. Wir gucken von der Seite ans Fahrzeug, schauen mal, ob wir irgendwelche Dellen, Kratzer sehen können. Nein, alles sehr sauber, auch der Außenspiegel hier
Nicht angefahren, nicht angekratzt. Sehr schön. Fahrzeug hier ist mit einem Keyless Go System ausgerüstet. Wir schauen mal die Kanten an. Und hier auf der Kante sehen wir ganz minimal eine Ankratzung. Das können wir natürlich mit einem Pinsel, mit einem Lackstift ganz, ganz einfach ausbessern. Ja, Sie sehen, von vorne, von der Draufsicht fast nicht zu sehen. Wir gehen weiter an die Seitenteil hinten rechts. Schauen uns auch hier Kunststoffmaterial an. Und auch hier ist es unbeschädigt. Kratzfrei, unbeschädigt. Wir gucken die Felge hinten rechts an. Nach Anfahrschäden. Aber auch hier, diese Felge ist einwandfrei, makellos. Gucken wir weiter ums Fahrzeug rum. Ja, keine Beschädigungen am Stoßfänger hinten. Keinen Kratzer. Wir gehen weiter hoch an die Heckklappe. Auch hier keinen Kratzer, keine Delle zu sehen. Wir schauen mal. Ah, Kamera haben wir auch. Wir schauen mal von oben auf die Ladekante. Und wir sehen hier auch keinerlei Beschädigung. Der Kunststoff sauber, nicht angeschrammt durch Wasserkästen oder sonst dergleichen. Teppiche sauber. Man sieht auch, dass hier keine grobe Verschmutzung vorhanden war, weil das alles sehr sauber ist. Die Teppiche sind aus wie neu. So. Wir schauen mal weiter das Seitental hinten links an. Übrigens, wir haben ja, wie mittlerweile bekannt, führen wir bei allen Fahrzeugen eine Lackdichtemessung durch, um eben auch sicher zu sein, dass es sich hier um den Originallack handelt. Dieses Fahrzeug hier ist vollkommen unauffällig gewesen. Es handelt sich also hier um die Originallackstärke. Man sieht auch hier Spaltmaße. Kunststoffe, also das Auto wurde sehr, sehr pfleglich behandelt, muss man wirklich sagen. Auch hier, wenn wir uns die Felge anschauen, keine Auffälligkeit, überhaupt nichts zu sehen. Wir gucken auch wieder von der Seite. Und Sie sehen, es ist hier wirklich so sauber, da ist keine Delle, da ist kein Kratzer. Wir schauen uns auch hier nochmal die Türkante an, ob wir hier was spüren, feststellen. Ich spüre hier eine Kleinigkeit, aber ich sehe es nicht. Es ist ein bisschen rauer, aber ich sehe gar nichts. Okay. Ja, Türverkleidung. Immer ein heikles Thema. Vor allem, wenn da mal ein Kratzer drin ist, den bringt man auch nicht mehr raus. Das ist einfach beschädigt, bleibt beschädigt. Und hier, das ist alles sehr schön gepflegt, sehr sauber. Das ist jetzt ein bisschen Schmutz hier. Ja,
keine Delle, kein Kratzer beim Einstieg. Wir schauen uns die Sitze genauer an. Die Nähte, das Leder, also so ein Alcantara-Leder drin. Also ganz saubere Sitze. Eigentlich sehen sie aus wie neu. Sehr schön. So, wie ich gesagt habe, es ist ja ein Keyless-Go-System. Das heißt, ich habe jetzt nur den Schlüssel in der Hosentasche. Es gibt ja hier kein Zündschloss, wie man sieht. Ja. Und das ist dann quasi auch, so wie Sie gesehen haben, gleich der Startknopf. So, Gesamtkilometerstand sehen wir jetzt gerade nicht, muss ich herdrücken. 3 und 3, ja. Ah, da ist er. 24.576 Kilometer. Ja, wir schauen noch mal genau hin. Aha, Sitzheizung wieder bei, getrennt regelbare Klimaautomatik, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung. Hier nochmal auch dieser sportliche Carbon-Look, die hinterleuchteten Türgriffe. Der Beifahrersitz auch hier wie neu. So wie es sein soll, so wie ich das ja auch hier haben möchte bei so einem Fahrzeug, wo ich mich reinsetze und sage, wow, das ist meiner, so muss es sein. So, 6-Gang Schaltgetriebe natürlich, Bedienung für Navigationssystem, Radio, Telefon. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns persönlich sehen bei einer Probefahrt. Markus Schott und ich freuen uns auf Ihren Besuch. Bis demnächst, Ihr Ralf Blechinger.